Ja, mein Name ist Brigitta Schuster, bin Juristin und in Pension. Ich lebe in Wien und im Taekwondo habe ich den dritten Dan, bin ich sehr stolz darauf. Das war eigentlich ein Zufall, weil ich vor 16 Jahren mit einer Freundin mir gesagt, du, da macht irgendjemand Selbstverteidigung, interessiert dich das? Schauen wir uns das einmal an. Und ich habe mir gedacht, na gut, das schauen wir an, obwohl mir das nicht so wirklich interessiert. Und dann war dort ein Trainer und der Trainer hat uns dann einfach nach der Selbstverteidigung für so Diplomatendamen dann über das Taekwondo erzählt. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich was Interessantes. Und seitdem bin ich eigentlich dabei geblieben. Also zweimal in der Woche schon. Eigentlich in aller Regel zweimal. Schlimmstenfalls manchmal mehr, aber ist auch schon vorgekommen. Aber zweimal. In der Sportarten eigentlich nicht. Ich habe früher Tennis gespielt und Yoga gemacht. Aber jetzt, ich gehe in ein Fitnesszentrum und mache Krafttraining und ein bisschen Ausdauersport. Taekwondo ist für mich, ich glaube, das ist furchtbar wichtig, überhaupt wenn man nicht mehr ganz jung ist, ist es sehr wichtig für die Beweglichkeit, für das Gleichgewicht, für die Koordination, für lauter Sachen, die man eigentlich im Alter braucht, um nicht sich zu Tode zu kommen vor der Zeit. Und das ist etwas, was eigentlich in jedem Altersheim müssten fast ein Taekwondo-Training einführen, glaube ich. Ich glaube, es ist ganz einfach furchtbar wichtig, auch fürs Gedächtnis, weil man muss sich ja diese Wahnsinnsformen und Bewegungsabläufe, muss man sich ja merken. Und das ist also schon eine gewisse Herausforderung auch und eine Übung eine gewisse natürlich. Also es ist absolut eine geistige Herausforderung, eine körperliche. Und vor allem für Gleichgewicht. Das Umfallen ist ja in späteren Jahren das Furchtbare, das eigentlich meist das Anfang vom Ende. Und da muss ich ehrlich sagen, glaube ich, bringt mich eher nicht so schnell zu Fall. Und das ist wahnsinnig wichtig. Ja, also Trainer, unseren Trainer natürlich, aber den Herrn Dr. Mosch, aber sonst habe ich kennengelernt, einmal irgendein Großmeister, ein Meister Lee, der irgendeine Veranstaltung gemacht hat, die recht lustig war. Und dann auch im koreanischen Zentrum einmal haben wir kennengelernt, auch irgendwelche Großmeister, die waren meistens ganz, ganz bescheiden und lieb. Wobei übrigens alle, also finde ich, das fällt mir irgendwo auf, dass die Leute, die Taekwondo machen, eigentlich alle wahnsinnig nett sind. Ja, ich muss sagen, perverserweise, diese Kick-Kombinationen, das ist gleichermaßen anstrengend, wie nicht so einfach, aber das ist eigentlich, ist das irrsinnig lustig. Ja, wir haben zu dritt mit zwei Kampfgenossinnen haben wir beim Hamadan teilgenommen und haben eine Vorführung haben wir schon gemacht, wiederholt. Nein, leider nein, leider noch nicht. Na Gott sei Dank nicht, bis jetzt nicht, aber ich habe mir einmal gedacht, da bin ich eh in der U-Bahn gefahren in einem Lift
Und da hat mir von hinten jemand etwas zu nah, ist mir zu nahe getreten. Und da habe ich mir nachträglich, wie ich dann eben so gewisse Kampftechniken erlernt habe, habe ich mir gedacht, na, das wäre was Richtige gewesen. Mit dem Ellbogen, den Solarplexus. Das hätte mich sehr gefreut. Naja, ich glaube schon in gewisser Weise, weil nicht, dass ich bin nicht an sich keine sehr, sehr mich fürchtende Person, aber ich glaube schon, dass es einen einfach, ich glaube, wenn ich wo gehe, wird man sich mich nicht unbedingt aussuchen zum Ohrfeigen, sondern an anderen. Und das, glaube ich, ist schon einmal sehr wichtig. Und ich habe auch einmal einen Burschen, der hat mir so gefallen, der war herzig, der hat den ersten Darm gemacht. Und der hat erzählt, seit er früher, das war so ein blonder, vornehmer, schmaler Jüngling, der hat gesagt, also der ist immer blöd angeredet worden in der U-Bahn und auf der Straße. Und seit er Taekwondo macht, lasst ihn jeder in Ruhe. Also der versteht es nicht, aber es ist unwahrscheinlich. Also von der Zukunft erwarte, also ich würde, wäre natürlich stolz, wenn ich, wenn man denn, wenn mir der vierte Dan gelingen würde. Und ansonsten bin ich natürlich weiter trainieren, weil ich es einfach für gesundheitlich irrsinnig wichtig halt und es einen fit hält und es ist auch lustig. Es ist, und die Leute sind alle nett. Also das ist für mich eine ungeheuer positive Angelegenheit.